Und jetzt geht es weiter mit Schadensrecht und zwar der empirischen Evidenz dazu. Wir hatten ja letzte Woche schon angefangen damit. Und zwar hatten wir uns da eine Studie angeschaut, wo es Daten gab zu Alkoholkonsum und Besäufnissen. Und da den Artikel oder die Ergebnisse dieses Artikels hatten wir uns ja auch detailliert in der Übung mal angeschaut. Das war. Ja, das war der hier, ne? Effects of Tort Liability Insurance on Heavy Drinking and Drinking and Driving. Genau, heute schauen wir uns noch weitere Evidenz an, empirische. Einmal hierzu, wo es um Verkehrstote, glaube ich, geht. Den Effekt von Haftungsrecht auf Verkehrstote. Und den hier, wo es um Versicherungsprämien geht, in Abhängigkeit von Haftungsregeln. Genau, für all diese Studien gilt, dass sie sich auf die USA beziehen. Und zwar meistens geht es um einen Vergleich zwischen Bundesländern, weil wir in den USA diese nützliche föderale Eigenschaft haben, sodass wir relativ viel rechtliche Variation zwischen den Bundesländern beobachten können und dadurch eben Variationen in den Daten haben zwischen den Bundesländern und dadurch solche empirische Studien schön illustrierbar sind. Was mit deutschen Daten natürlich nicht so gut geht, weil in Deutschland haben wir zwar auch ein föderales System, aber mit viel weniger Varianz, was die rechtlichen Regeln angeht. So, jetzt geht es hier um Verkehrsunfälle, und zwar in dieser Studie von 94 untersuchen Sloan, Riley und Schensler den Effekt von unterschiedlichen Haftungsregeln auf die Häufigkeit von tödlichen Unfällen. Warum geht es hier gerade um tödliche Unfälle, Autounfälle? Bevor Sie sich irgendeine sinnvolle Antwort überlegen, die Antwort ist sehr pragmatisch. Die Statistiken hierzu sind am genauesten und am besten verfügbar. Und zwar geht es im Detail um die Zahl der tödlichen Autounfälle in einem Bundesland pro Jahr zwischen 1982 und 1990 relativ zur Landesbevölkerung. Und den Grund dafür können Sie sich natürlich auch schon denken, ne? Warum sind Statistiken zu tödlichen Autounfällen am besten und am genauesten? Naja, weil solche Unfälle zu einer viel höheren Rate erfasst werden in der amtlichen Statistik. Während viele Unfälle, wo nur Kleinigkeiten passieren und eventuell sogar auch kleine Verletzungen entstehen, gar nicht erst bei der Polizei gemeldet werden und damit auch nicht in der amtlichen Statistik auftauchen. Wie gesagt, hier geht es um Daten. Hier ist jeweils die abhängige Variable, die Zahl der tödlichen Autounfälle in einem Bundesland pro Jahr relativ zur Landesbevölkerung. Was die Kontrollvarianten angeht, haben wir fast genau die gleichen wie in der vorherigen Studie zu Alkoholkonsum. Und bei dieser Analyse kommt nun raus, dass es keine signifikanten Effekte der Haftungsregeln auf die Zahl der tödlichen Unfälle gibt. Wenn wir uns mal da reinschauen, sehen wir zum Beispiel, Stift wieder falsch rum. Genau. Hier haben wir zwei Dummies für die No-Fault-Regel, also keine Haftung. Und hier haben wir noch zwei Dummies für unterschiedliche Formen der Comparative Negligence, relativ zur Contributory Negligence. Und da hier OLS benutzt wird, gilt wieder diese Daumenregel, dass wenn der Koeffizient mindestens doppelt so groß ist wie der Standardfehler, der da drunter in Klammern steht, dann handelt es sich um einen signifikanten Effekt. Ne? Und das sehen Sie ja
Okay, hier wird es sehr großzügig gehandhabt. C steht wahrscheinlich für Signifikanz auf 10% Niveau. Das heißt, wenn wir unser 5% Niveau zugrunde legen würden, dann hätten wir hier keine Signifikanz. Ne? Und wir sehen, hier ist nichts signifikant, hier haben wir keine Signifikanz, hier haben wir gerade so Signifikanz. Was heißt hier und hier und hier? Das sind unterschiedliche Spalten, wo getrennt geschätzt wird nach Altersgruppen, ne? 18 bis 20, 21 bis 24, 25 bis 64. Und nochmal eine Unterscheidung in zwei verschiedenen Gruppen. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich da die Unterscheidung überhaupt weiß. Hier haben wir eine 5% Signifikanz für diese Altersgruppe und hier nicht und hier wieder. Genau. Also wir können schon mal festhalten, hier bei den No-Fault-Regeln haben wir ab und zu Signifikanz, aber es ist nicht durchweg, ne? Es ist kein robustes Ergebnis. Und bei der Comparative Negligence sehen wir durchweg, dass es keine Signifikanzen gibt. Das heißt, was heißt das? Die Zahl der tödlichen Unfälle in einem Bundesland hängt nicht signifikant davon ab, ob wir Comparative Negligence haben oder Contributory Negligence. Ne? Das heißt, die Art der Verschuldenshaftung macht keinen Unterschied, was die Anreize für tödliche Unfälle angeht. So, und dieses Ergebnis, aus diesem Ergebnis folgern die Autoren dann, dass andere Instrumente wahrscheinlich wirksamer sind, um tödliche Autounfälle zu vermeiden. Zum Beispiel eine Alkoholsteuer oder ein Anheben des Mindestalters für Alkoholkonsum. Und was für Probleme könnten Sie sich denn bei einer Analyse mit diesen Daten hier vorstellen? Eins haben wir natürlich schon genannt. Es gibt sehr viele Autounfälle, die nicht tödlich enden, aber trotzdem mit schweren Verletzungen. Und das wird in so einer solchen Studie natürlich komplett ausgeklammert. Nicht absichtlich, aber es ist trotzdem ausgeklammert. Und das müssen wir anmerken. Es könnte also durchaus der Fall sein, dass unterschiedliche Haftungsregeln sich unterschiedlich auf die Anreize, vorsichtig zu fahren, auswirken. Aber in diesen Daten sehen wir das eventuell nicht, weil es nur um tödliche Unfälle geht. Dann, was ich eben hätte noch vielleicht sagen sollen, ist die zwei verschiedenen Variablen, die wir hier haben für No Fault, also keine Haftung, sind ja in gewisser Weise nur Proxies, also oder es sind verschiedene Ausprägungen dieser ha dieses Haftungsrechts. Die erste Variable, Fraction Claims Barred from Tort Liability, die die gibt den Anteil an von Unfällen, bei denen es einen Körperschaden gab und bei dem aber ein Schadensersatzanspruch gesetzlich gesehen nicht eingereicht werden durfte. Okay? Das ist eine Möglichkeit, keine Haftung diese Regel von No Fault auszugestalten. Und die zweite Ausgestaltung ist, hier haben wir eine Dummy-Variable, die angibt, ob in einem Bundesland Autofahrer verpflichtet sind, eine Versicherung gegen Unfallkörperschäden abzuschließen. Denn das ist typischerweise verbunden mit einer No-Fault-Regel. Ne? Also es gibt eine No-Fault, es ist No-Fault. Keine Haftung bedeutet im Detail im amerikanischen Verkehrsrecht, dass man überhaupt gar keine Klage einreichen kann bei Körperschäden und dass Autofahrer aber dafür versicherungspflichtig sind. Okay, das sind zwei Aspekte und die sind hier mit separaten Variablen abgebildet. So, kommen wir zur nächsten Studie. In dieser Studie wird untersucht, ob die Versicherungsprämien für Kfz sich zwischen den US-amerikanischen Bundesländern signifikant unterscheiden. Es liegen Daten vor für 47 Länder für einen Zeitraum von 47 und 86, bis 86. Warum sind Kfz-Versicherungsprämien relevant? Ja, klar, denken Sie nach.
Also Haftungsrecht geht es ganz oft um Unfälle und bei der Abwicklung von Schäden bei Unfällen sind typischerweise Versicherungen involviert, also Unfallversicherungen und die Prämien, die quasi auf dem Versicherungsmarkt gezahlt werden, die sind ein guter Indikator dafür, ne? Wie die Unfallsituation im Durchschnitt in einem Land ist. Und deswegen kann es interessant sein, sich die durchschnittlichen Versicherungsprämien in einem Land, in einem Bundesland anzuschauen, in Abhängigkeit von verschiedenen Variablen, unter anderem den Haftungsregeln, wie wir sie eben schon hatten. Das heißt, unsere abhängige, die erklärte Variable ist die Versicherungsprämie in zwei Varianten, und zwar einmal in Bezug nur auf Körperschäden und einmal in Bezug auf Körper plus Sachschäden. Das werden wir gleich in der Tabelle sehen, dass wir da eine Zweiteilung haben. Und auf der rechten Seite haben wir diverse Charakteristika der Bundesländer als Erklärer, zum Beispiel die geltende Haftungsregel als ein ganzes Bündel von Dummy-Variablen. Da haben wir zum Beispiel die normale Comparative Negligence, die modifizierte Comparative Negligence. Und zwar wird die hier so interpretiert als modifiziert, wenn bei der Haftungsaufteilung nur, dass die Haftungsaufteilung nur dann vorgenommen wird, wenn der Geschädigte weniger fahrlässig war als der Schädiger. Dann gibt es noch die sogenannte No-Fault-Regel, haben wir auch schon kennengelernt, die in dieser Stichprobe in 12 Ländern gültig ist. Hierbei erhalten die Geschädigten immer Entschädigung von der Versicherung, unabhängig davon, wer fahrlässig war. Und dann gibt es noch die Contributory Negligence, Mitverschulden auf Deutsch. Weitere erklärende Variablen, die hier drin waren und interessant sein könnten, sind Bevölkerungsdichte in einem Land, Lohnniveau, die Gesamtzahl der Toten durch Autounfälle pro Autozulassung. Und wenn wir uns die Ergebnisse vorab, die Ergebnisse zeigen, dass die Versicherungsprämien am höchsten sind in Ländern mit normaler Comparative Negligence und danach in Ländern mit No-Fault-Regel, dann in Ländern mit modifizierter Comparative Negligence und dann in Ländern mit Contributory Negligence. Ne? Also nochmal kurz aufschreiben, weil ich es hier nicht stehen habe. Die höchste Prämie haben wir bei Pure Comparative Negligence. Die zweithöchste haben wir bei No Fault. Die dritthöchste haben wir bei Modified Comparative Negligence. Und die niedrigste bei der Contributory Negligence. Okay. Und diese Unterschiede sind natürlich alle statistisch signifikant. Und wie können wir dieses Ergebnis grob interpretieren? Erstmal einfach nur so in Worten beschreibend, na, die Anreize, Unfälle zu vermeiden, scheinen schwächer zu sein in Ländern mit Comparative Negligence als in Ländern mit Contributory Negligence. Ja? Denn die Versicherungsprämien sind ja höher in Ländern mit Comparative Negligence. Das heißt, die Versicherungen kalkulieren das quasi in ihr Preiskalkül mit ein und verlangen in Ländern mit Comparative Negligence eine höhere Versicherungsprämie. Könnten Sie sich ein potenzielles Problem vorstellen, wenn wir versuchen, dieses Ergebnis tatsächlich kausal zu interpretieren? Nämlich, als kausal würde ja bedeuten, von der Haftungsregel in Richtung der Versicherungsprämie. Ne? Dass die Versicherungsprämie kausal dadurch beeinflusst wird, welche Haftungsregel gültig ist. Man kann sich genauso gut eine andere Wirkungskette vorstellen. Ne? Denn zum Beispiel, dass es irgendwelche unbeobachteten dritte Gründe gibt, warum in einem es gibt dritte Gründe, warum in einem Land
gleichzeitig die Comparative Negligence und aber gültig ist und aber auch vielleicht das Unfallrisiko höher ist. Ne? Und beides weiß die Versicherung und bezieht das in den Kalkül mit ein. Aber es ist nicht, aber wenn man sich das so, wenn man so argumentiert, dann heißt es nicht zwingend, dass die Haftungsregel kausal dazu führt, dass die Versicherungsprämie hoch ist. Ne? Das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt. Und wir wissen natürlich, oder ich zumindest weiß nicht sehr viel über amerikanische Innenpolitik. Und es könnte natürlich gut sein, dass die Wahl zwischen Comparative und Contributory Negligence ein Politikum ist in irgendeiner Weise. Ne? Irgendwas zwischen Republikanern und Demokraten. Das weiß ich auch nicht genau. Hier sehen wir nochmal das statistische Modell. Prämienabhängigkeit der verschiedenen Haftungsregeln, Pure Comparative Negligence, Modified Comparative Negligence, No Fault, Contributory Negligence, Bevölkerung, Lohn, Gesamtzahl der Toten und noch mehr Kontrollvariablen, die ich jetzt hier nicht aufgeschrieben habe. Ja, okay, dann muss ich Notizen ein bisschen ändern. Ich schicke jetzt genau die gleichen Notizen wie eben. Und die Ergebnistabelle sieht so aus. Ne? Wie ich schon gesagt hatte, haben wir zwei unterschiedliche Stichproben. Einmal ist der Stift schon wieder falsch rum. Einmal nur Körperschäden, also Bodily Injury Only und dann Körper- und Sachschäden. Ne? Bodily Injury and Property. Und hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Was hier in den Klammern ist, ist eben nicht, wie wir es von der bis jetzt gesehen hatten, der Standardfehler, sondern der sogenannte T-Value. Das heißt, hier können wir auf keinen Fall, ne, diese Daumenregel anwenden, wenn es ein Verhältnis 2 zu 1 gibt, das signifikant ist, sondern wir müssen uns hier auf die kleinen Symbole verlassen, wobei B für eine Signifikanz auf 5% Niveau bedeutet und A steht für eine Signifikanz auf 1% Niveau, also hochsignifikant. Und was sehen wir hier? Ja, hier sehen wir auf jeden Fall schon mal einen Teil des Ergebnisses, ne, der, was ich eben besprochen hatte, nämlich dass die reine Comparative Negligence am höchsten abschneidet. Und zwar auf jeden Fall höher als die Modified Negligence. Woran sehe ich das? Der Koeffizient hier, der ja den Effekt auf die Versicherungsprämie darstellt, ist mehr als dreimal so groß wie der Koeffizient bei der Modified Negligence. Und jetzt schreien Sie bestimmt, hey, aber Sie haben doch letztes Mal gesagt, wir dürfen die Koeffizienten nicht vergleichen. Ja, habe ich gesagt, aber mein Argument war, dass die Variablen, um die es am Freitag ging, dass die auf unterschiedlichen Skalen gemessen wurden. Und was sind das hier für Variablen? Das hier ist ein Dummy, das hier ist ein Dummy. Das heißt, die Effekte sind auf der gleichen Skala gemessen. Das heißt, ich kann sie auch vergleichen. Und daher sehe ich auch, dass der Effekt von der Pure Negligence auf die Versicherungsprämie viel größer ist, ne, als der von der Modified Negligence. Und das gleiche gilt, wenn wir uns Körper- und Sachschäden anschauen. Ne? Auch da haben wir einen Effekt, der ungefähr dreimal so groß ist. Dann, was haben wir hier noch als dritte Variable? Bevölkerung, Bevölkerungsdichte ist das. Okay, je höher die Bevölkerungsdichte, desto größer ist die Versicherungsprämie in einem Bundesland. Klar, ne, kann man sich gut erklären, je höher die Bevölkerungsdichte, desto mehr Personen wohnen dort, desto mehr Autos fahren potenziell rum, desto mehr Unfälle können entstehen. Dann haben wir hier als Variable den durchschnittlichen Stundenlohn im Bundesland. Der ist auch positiv signifikant mit der Versicherungsprämie verbunden. Können Sie sich hier erklären, warum wir hier so einen positiv signifikanten Effekt beobachten?
Ja, also ich würde vermuten, es ja, ist einfach ein reines Kalkül der Versicherung, wenn sie wissen, dass die Versicherungsnehmer im Durchschnitt mehr Geld zur Verfügung haben, dann kann man von denen auch eine höhere Prämie verlangen. Ne? Ganz einfach. Anderes Argument wäre vielleicht, je höher die Stundenlöhne sind, desto unvorsichtiger fahren die Leute Auto, weil ihnen das Geld nicht so wichtig ist. Aber das, ja, ich denke, das würde nur für sehr, sehr groß, für sehr, sehr hohe Einkommen gelten. Vielleicht fällt Ihnen ja noch ein Argument ein, warum die Stundenlöhne einen Einfluss auf die Versicherungsprämien haben könnten. Dann haben wir noch hier als letzte Kontrollvariable in dieser Tabelle die Gesamtzahl der Unfalltoten pro Autozulassung. Und da gibt es einen stark signifikanten und einen signifikant positiven Effekt, und zwar auch einen sehr großen. Also, nee, sehr groß weiß ich jetzt nicht, müsste man ausrechnen, was der quantitative Effekt wäre. Aber hier, wir sehen auf jeden Fall, dass es ein positiver Effekt ist. Ne? Je mehr Unfalltote es insgesamt in einem Bundesland gibt, desto höher sind auch die Versicherungsprämien. Ganz klar. Und damit kommen wir zu unsere letzten zwei Studien, die wir heute anschauen und die wir uns überhaupt im Schadensrecht anschauen. Einmal geht es ganz relativ breit um das Thema der sogenannten Tort Reform in Amerika. Entschuldigung. Und zwar hat es in dem Zeitraum, den dieser Artikel betrachtet, eine Reihe von Reformen gegeben im Haftungsrecht, und zwar allgemein, nicht nur was Verkehr angeht. Und dieser Artikel schaut sich empirisch an, was der Effekt solcher Haftungsrechtsreformen gewesen ist auf, ja, auf Unfallstatistiken. Und das Zweite, was wir uns anschauen, ist eine Studie von Stephen Levitt, wo es nicht um Haftungsrecht per se geht, sondern aber um ein verwandtes Thema, nämlich um den Effekt von Kindersitzen auf die Wahrscheinlichkeit eines Unfalltodes bei Kindern. Ne? Das ist natürlich stark relevant für Schadensrecht, denn in Ländern wie USA oder Deutschland sind Kindersitze ja gesetzlich vorgeschrieben für ein bestimmtes Alter von den Kindern. Und Stephen Levitt schaut sich an, ob es dafür eine Rechtfertigung gibt in den Daten. Ja, hierzu habe ich Ihnen verlinkt den Artikel hier, und er hat dazu auch einen TED-Talk gehalten, also einen relativ untechnischen Vortrag. Und es gibt auch noch einen kurzen Artikel aus der New York Times zu diesem Thema, ja, wo auch noch mal ein bisschen verkürzt darüber geredet wird. Ne? Das heißt, ja, wenn Sie halt sagen, ah, nee, ich will wieder nichts Englisches lesen, ich will nichts Englisches lesen, dann können Sie wenigstens sich auf Englisch was erzählen lassen oder, ne, was ganz Kurzes auf Englisch lesen. Oder ja, darauf hoffen, dass ich es hier gut genug erkläre, dass Sie es verstehen. Aber erstmal zu den Reformen im Haftungsrecht. In dieser Studie von Paul Rubin und Joanna Shepherd ist die abhängige Variable die Rate der tödlichen Unfälle in einem Bundesland SNJT, und zwar zwischen 1981 und 2000. Und die hauptsächliche unabhängige Variable ist ein sogenannter Reform-Dummy. Warum ich den einfach nur Reform-Dummy nenne, sehen wir gleich. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe an Kontrollvariablen, nämlich die Arbeitslosigkeit in einem Bundesland oder das Pro-Kopf-Einkommen, der Anteil von Minderheiten an der Bevölkerung, die Altersstruktur der Bevölkerung, die Geschlechterverteilung, der Pro-Kopf-Alkoholkonsum und interessante Variable, die Anzahl der verfügbaren Krankenhausbetten.
Genau, das heißt, die Schätzgleichung könnte irgendwie so aussehen. Und warum steht jetzt hier nur Reform Dummy und nicht irgendeine spezifische Reform? Weil, hoho, wir schauen uns jede der vorgeschlagenen Reformen einzeln an. Ne? Das heißt, der Effekt jeder einzelnen Haftungsreform ist eine separate Schätzung. Und in dieser Schätzung bezieht sich der Reform-Dummy dann also auf genau diese Reform. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Spalten, 8 verschiedene Schätzungen. Genau, und für jede der Reformen können wir uns potenziell zwei gegenläufige Effekte hypothetisch vorstellen. Einmal könnte eine Reform des Haftungsrechts dazu führen, dass es ein erhöhtes Unfallrisiko gibt, weil potenzielle Schädiger weniger Kosten zu erwarten haben, denn alle der Reformen, die hier vorgeschlagen sind in dieser Reformwelle, zielen darauf ab, die Kosten von Schadensersatzansprüchen zu mindern. Oder umgekehrt könnten wir erwarten ein reduziertes Unfallrisiko, nämlich durch ein erhöhtes Angebot an risikoreduzierenden Produkten oder Dienstleistungen. Okay? Das heißt, aus theoretischer Sicht gibt es Argumente, die in beide Richtungen gehen. Und hier, diese empirische Studie ist quasi der Versuch, das aufzudröseln nach Art der Reform. In der ersten Spalte geht es um Begrenzung nicht wirtschaftlichen Schadens oder auf Englisch Caps on Non-Economic Damages. Hierbei geht es darum, Schadensersatzansprüche, die sich auf Schmerzen oder Ähnliches beziehen, auf körperliche Schmerzen, nach oben hin zu begrenzen. Und Befürworter dieser Reform argumentieren, dass dadurch Schadensersatzansprüche besser berechenbar sind, besser kalkulierbar sind und vorhersehbarer sind. Ja, und da sehen wir schon mal, für diese Reform haben wir einen negativ signifikanten Effekt auf die Unfalltodesrate. Ne? Das heißt, die Einführung einer Begrenzung von Non-Economic Damages hat anscheinend die Unfalltodesrate gesenkt. Dann in der zweiten Spalte haben wir Begrenzung von Bußgeldern, auf Englisch Punitive Damages. Auch hier wird argumentiert, dass eine Grenze nach oben hin es erleichtert, die Höhe des Anspruches auszurechnen und zu kalkulieren. Und auch hier sehen wir einen negativ signifikanten Effekt auf die Unfalltodesrate. Eine weitere relevante Reform in Bezug auf Bußgelder sehen Sie in der dritten Spalte. Und zwar geht es hier darum, höhere Standards der Beweisführung bei Bußgeldern zu verlangen. Und Sie können sich denken, so eine Art der Reform führt unterm Strich auch dazu, dass Bußgelder verringert werden, wenn die Beweislast höher ist. Und auch hier beobachten wir einen negativ signifikanten Effekt auf die Unfalltodesrate. In der vierten Spalte sehen wir Reformen, Produkthaftungsansprüche begrenzen sollen. Also Produkthaftung ist es hier. Und Befürworter solcher Reformen argumentieren, dass zu starke Produkthaftungsregeln oft verbunden sind mit unklaren Signalen an die Produzenten, ne? In Bezug darauf, wie sie ab wann sie haften. Und außerdem führen Produkthaftungsansprüche manchmal ineffizienterweise dazu, dass Produktreihen ganz eingestellt werden, aus Angst vor weiteren Ansprüchen. Okay? Und bei diesen Reformen sehen wir einen negativ signifikanten Effekt auf die Unfalltodesrate. Also auch hier senkt sich nach der Reform die Zahl der Toten durch Unfälle. Dann in der nächsten Spalte
geht es um die sogenannten Prejudgment Interest Regeln. Was ist, ja, Sie merken, wenn ich irgendeine Form von deutschem Ausdruck hatte, dann habe ich den genommen, aber hier Prejudgment Interest, da habe ich keinen guten deutschen Begriff gefunden. Und da geht es auf jeden Fall darum, Opportunitätskosten in der Zeit zwischen Unfall und der Schadensersatzzahlung auszugleichen. Ja, also vor der Reform wurde also Prejudgment Interest gezahlt, denn wenn jetzt der Geschädigte zum Beispiel zunächst erst selbst Kosten tragen musste, die aber im Unfall entstanden sind und irgendwann aber Schadensersatz kriegt, dann hat er ja in der Zeit zwischen Unfall und Schadensersatzzahlung keine Zinsen erhalten können, ne, auf das, was er auch ausgegeben hat, wegen seinen Kosten, wegen den Unfallkosten. Und Prejudgment Interest ist nichts anderes als ein Ausgleich für diese Opportunitätskosten des Kapitals. Und Befürworter einer Reform dieser Regel argumentieren halt, dass diese Regelung erstens zu überhöhten Schadenersatzzahlungen führen kann und außerdem Angeklagte benachteiligt, bei denen der Gerichtsfall länger dauert, ohne dass sie etwas dafür können. Ne? Denn dadurch erhöht sich ja automatisch das Prejudgment Interest. Und auch hier sehen wir einen negativ signifikanten Effekt auf die Unfalltodesrate. Ja, also hier scheint auch der gewünschte Effekt eingetreten zu sein. In der sechsten Spalte geht es um sogenannte Collateral Source Regeln. Was ist das? Collateral Source Regeln verbieten, dass vor Gericht Evidenz erbracht wird, mit der gezeigt werden kann, dass der Schaden des Klägers durch andere Quellen, wie zum Beispiel Versicherungen, gedeckt wurde. Ne? Und ja, also wenn eine Collateral Source Regel nicht zugelassen, also wenn Collateral Source nicht zugelassen ist, dann bedeutet das, vor Gericht darf solche Evidenz nicht gebracht werden. Ne? Vor Evidenz darf nicht gesagt werden, dass der Geschädigte schon eine fette Versicherungszahlung bekommen hat. Und nach der Reform wäre es eben aufgehoben. Dann wäre Collateral Source zugelassen und Befürworter einer solchen Reform argumentieren, dass Collateral Source Regeln zu ja, doppelten Kompensationen führen und unterm Strich in höheren Versicherungsprämien. Aber hier sehen wir in der Schätzung, dass durch die Reform anscheinend die Rate der Unfalltoten hochgegangen ist. Das heißt, diese Haftungsreform scheint nicht so eine gute Idee gewesen zu sein. Und eine andere Form, Collateral Source, zu reformieren. In der sechsten Spalte ging es ja darum, ob es überhaupt zugelassen ist. Und in der siebten Spalte geht es darum, ob Collateral Source zu 100% auf die Schadensersatzzahlung angerechnet wird. Ne? Denn das ist ja nochmal eine strengere, eine stärkere Reform, ne? Also eine gewichtigere Reform. Hier bei 6 geht es einfach nur darum, ob per se das überhaupt zugelassen ist vor Gericht. Und bei 7 geht es darum, dass wenn Collateral Source festgestellt wird, dass das zu 100% angerechnet wird. Und auch hier sehen wir, das scheint nicht so eine gute Idee gewesen zu sein, denn auch hier haben wir einen positiv signifikanten Effekt, also nach der Reform eine höhere Unfalltodesrate. Schließlich in der achten Spalte geht es um Joint and Several Liability, was bedeutet, dass jede an einem Unfall beteiligte Partei potenziell die Gesamtkosten des Unfalls tragen kann, egal wie marginal sie am Unfall beteiligt war. Ja. Und Befürworter einer Reform dieser Regeln argumentieren halt, dass diese Regel ausgenutzt werden kann, um
um solchen, die marginal an der am Unfall beteiligt waren, aber die eben über viel Geld verfügen, dass man denen eben besonders tief in die Taschen greift. Klar, und Reformen in diesem Bereich zielen genau darauf ab, irgendeine Art der Proportionalität der Haftung einzuführen. Und was sehen wir hier? Hier wird zwar ein positiver Effekt geschätzt auf die Unfalltodesrate, aber nicht signifikant. Das heißt, hier stellen wir fest, scheint es keinen Effekt. Da können wir uns nicht sicher sein, ob es wirklich ein positiver Effekt war. Wir müssen quasi die Hypothese beibehalten, dass es anscheinend keinen Unterschied macht, ob Joint Several Liability erlaubt ist oder nicht. Okay, darunter haben wir jetzt noch eine ganze Reihe an Kontrollvariablen und ich würde sagen, ja, das verschieben wir auf die Übungssitz, auf die nächste Übungsaufgabe. Ne, das können Sie inzwischen ganz gut selber interpretieren und ist auch eine ganz gute Übung für die Klausur. So, die letzte Studie. Hier geht es um einen Artikel von Stephen Levitt. Falls Sie Stephen Levitt nicht kennen, er ist ein relativ prominenter, relativ junger Ökonom, der gerne ungewöhnliche Ideen empirisch überprüft. Und er ist auch einer der Autoren des Buches Freakonomics, das sehr empfehlenswert ist. Und in diesem Buch finden Sie eben einen Überblick über diese ungewöhnlichen Ideen, die er erforscht. Ja, und Stephen Levitt ist eben so jemand, der eben auch politisch potenziell brisante Themen jetzt auch nicht scheut. Ne? Also zum Beispiel hier sowas, ne? Die Effektivität von Kindersitzen in Frage zu stellen, kann ja schon relativ brisant sein, aber ja, er macht sowas einfach. Und in dem Buch Freakonomics finden Sie weitere solche Studien. Zum Beispiel geht es um Korruption in der Sumo-Liga in Japan oder um den Effekt von der Einführung was war das? Um den Effekt der Legalisierung von Abtreibung auf Kriminalität 2 Generationen später. Also solche Ideen werden von Stephen Levitt analysiert. Jedenfalls geht es in diesem Artikel hier um die Frage, wie viel mehr Sicherheit spezielle Autositze für Kleinkinder überhaupt bieten. Und gemeint sind hier im Besonderen Kleinkinder im Alter von 2 bis 6 Jahren. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Nutzung von speziellen Autositzen für Kleinkinder stark verbreitet, sowohl in den USA als auch in Deutschland, nicht zuletzt bedingt durch gesetzliche Auflagen. Es scheint also einen gesellschaftlichen Konsensus zu geben, dass Kindersitze das Risiko beim Autofahren für Kleinkinder reduzieren. Levitt hat nun festgestellt, dass es relativ wenig und noch weniger gute empirische Evidenz dazu gibt, ob spezielle Kindersitze für Kleinkinder tatsächlich effektiver sind als reguläre Anschnallgurte. Und um es vorwegzunehmen, das Erstaunliche ist nun, dass egal wie man sich die entsprechenden Daten anschaut, es gibt keine Evidenz dafür, dass Kindersitze mit einem niedrigeren Sterberisiko verbunden sind als reguläre Dreipunktgurte. So, jetzt muss ich ganz kurz pausieren, weil